Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry 3. Beim Hi. Letzten Mal haben wir einen neuen Auftrag angenommen, eine Sidequest erledigt und sollen uns jetzt zum Schiff nach außen begeben, wo wir die Folge damit abgeschlossen haben, wie wir wieder richtig wunderbar versagt haben bei der Einnahme eines Lagers. Und aus irgendeinem Grund kriege ich es einfach nicht hin, dieses blöde Lager einzunehmen. Ich weiß nicht warum. Das ist unfassbar, dass das einfach nicht funktionieren will. Wir verbrauchen da alle unsere Munition jedes Mal und ich weiß immer noch nicht, wo wir den blöden Bogen herbekommen. Vielleicht von der Frau hier. Nein. Nein, 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 nein. Ah, oh. Hier geht's noch weiter runter. So ist das also. Ja, wir nehmen den Bogen mal mit, denke ich. Ausrüsten bitte. Und zwar statt dem Flammenwerfer. Den möchte ich gerne gerade nicht haben. 0 von 1 Aufsätze, okay. Ja, wir benutzen den eher für weite Zwecke, deswegen würde ich sagen, wir machen da einen Scharfschützen-Zielfernrohr drauf. Das gefällt mir ganz gut. Moment, was hat er denn noch hier? Achso, das Universalwerkzeug, die Leuchtpistole. Wofür ist das denn? Aha. Man hat nur einen Schuss. Was ist das denn für ein bescheuertes Teil? Oh, ja, kein Mensch! Und das Ding hier. Naja, die leichten Maschinenpistolen gefallen mir jetzt nicht so gut. Eine Karte könnten wir uns durchaus auch mal zulegen eigentlich. Das einzig Blöde ist natürlich nur, die kosten Heidengeld. Und wir haben echt wenig zurzeit, ne? Also wir haben generell immer wenig Zeug. Und die würde ich auch ganz gerne mal haben. Am Anfang war unsere... Stammesmesser? Ach so, ja. War unsere Briefkarten... Ah, okay, wir können hier zwei neue. Gut, dann haben wir jetzt hier alles neu, außer Munition, aber... Da gehe ich jetzt nicht alles durch. Ich fülle das Inventar noch mal kurz auf, gerade mit den Pfeilen jetzt wieder, ne? Wunderbar. Und jetzt begeben wir uns wieder hinten zu dem Lager, wo wir das letzte Mal so versagt haben. Vielleicht geht's jetzt mit dem Bogen einigermaßen. Ich versuche dieses Mal den Kasten ordentlich zu erwischen. Damit die keine Verstärkung rufen können. Wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob die Verstärkung nur rufen können, wenn dieser Kasten gerade nicht mehr in Betrieb ist oder es noch andere Faktoren dafür gibt. Das kann ich nicht genau sagen. Aber wir werden gleich sehen. Wir haben hier vorne noch grünes Kraut, das nehme ich gerne mit. Fallwurz. Also grünes Blatt, grünes Kraut habe ich immer noch so aus Resident Evil drin. Vielleicht wenn wir mal das Lager aus einem anderen Winkel betreten, wo wir den Kasten besser sehen können. Das wäre gar nicht mal so eine dumme Idee, denke ich. Ah ja, wir haben jetzt hier unseren Bogen. Mit Rechtsklick. Aha, halten, Pfeil aufspannen, loslassen, schießen. Spannen, abbrechen. Aha, okay. Oi. Und hiermit muss man auch noch zielen, richtig. Gucken wir uns mal an, was die Erklärung zu sagen hat. Recurve-Bogen. Diese Bögen wurden von den Hunnen, Griechen, Türken, dem Sandmännchen und Dick Cheney benutzt. Wenn eine Zivilisation vom Pferd aus die Welt erobert hat, hatte sie vermutlich Recurve-Bögen dabei. Moderne Recurve-Bögen bestehen aus Fiberglas oder Carbon statt Holz und sind widerstandsfähiger und zuverlässiger. Natürlich. Niemand hätte was anderes behauptet. Mir fällt gerade auf, dass wir durchaus mal etwas herstellen könnten, um das Lager jetzt einzunehmen, nämlich Sprengpfeile. Wo ich... Okay. Ich werf eh nie Steine. 7? Hä? Achso, ich kann es nur auf eines der beiden Sachen hier nehmen. Okay. Erweiterte Wahrnehmung oder Jagdinstinkt? Keine Ahnung. Jagdinstinkt. Ja. Ja, ja, ist okay. Sprengpfeil. Machen wir uns mal ein paar. Weil wir damit vielleicht die gepanzerten Gegner besser abschießen können. Aha. Wir kriegen jetzt unsere Sprengpfeile aufgeladen. Das ist schön. Ja, ich mag den Bogen. Ich mag generell sehr gerne Bögen in Spielen. In Crysis fand ich dann auch schon sehr interessant. Vor allem, weil man da noch verschiedene Zuggewichte einstellen konnte. Und somit... den Bogen gut anpassen konnte an seine Bedürfnisse. Ich weiß nicht, wie weit der Tiger jetzt hier entfernt ist, aber ich versuch's mal. Okay, gut. Bei so einer Entfernung wird wohl
Hä? Bisschen höher? Ich komme nicht klar mit dem Bogen. Jetzt schon nicht. Ist ja grauenvoll. Könntest du bitte mal treffen? Hallo? E drücken, okay. Weg! Schieb ihn weg! Das gibt's doch nicht! Du blödes Tier! Oder ist der Bogen so unfassbar schlecht? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was allerdings bedeuten würde, dass der echt nutzlos ist. So, wo ist der Kasten? Da vorne irgendwo, ne? Ja, da ist die Sirene. Allerdings können wir von hier aus da nicht ran. Müssen wir von hier irgendwie mal gucken. Nee, ich sehe den Kasten leider nicht. Versuchen wir hier ein bisschen außen rum zu rennen und das Lager von der Seite hier mal anzugreifen. Vielleicht klappt das ja besser. Oh, Gottchen. Die Steuerung, okay. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Blödes Tier. Die hören uns noch. Jetzt bist dann echt du schuld. Okay. Sniper bitte wieder. Kann doch nicht wahr sein. Tja. Fällt mich hier so ein blöder Tiger an. Und das Tigerfell brauchen wir noch nicht mal. Ich kann demnächst mal ein bisschen Fell verkaufen gehen. Ich denke, das kann nicht schaden. Einfach mal so ein bisschen davon loszuwerden. Großartig. Die Sirene ist genau nicht in unserem Zielbereich. Vielleicht von hier ein bisschen. Sirene. Hinter dem Haus da. Wir müssen hier noch irgendwie rum. Ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht gesehen. Aber wir schleichen ja, also. Ich denke nicht, dass wir da gesehen werden. Aha. Das war die Sirene. Wechseln wir auf die hier. Und ich würde ganz gerne ein bisschen in Deckung gehen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich gleich ziemlich schnell abgeschossen von allen möglichen Leuten. Wo war denn jetzt? Jetzt haben die doch wieder Alarm geschlagen. So ein Dreck? Das gibt's doch nicht. Da unten der schwere Gegner sollte so schnell wie möglich ausgeschaltet werden wieder. Aber zuerst du machst irgendwie ein bisschen mehr Ärger gerade. So, sehr gut. Einmal nachladen, bitte. Kann doch nicht wahr sein. Dieses Lager hier ist ja grauenvoll. Und ich würde eigentlich ganz gerne mit... Moment mal, wir hatten doch das letzte Mal auch noch gesagt, mit den Sprengfallen könnte man vielleicht auch noch arbeiten, ne? Na, muss ich mir gleich mal angucken. Die Leben haben wir noch, die Hälfte, okay. Ist der weg, der Schwere? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der da vorne ist jetzt auch weg, oder? Jetzt kommt noch mehr. Sag mal, wie viele Verstärkungen soll hier denn kommen? Das ist ja Wahnsinn. Ich nehme mal den Bogen und... den Bogen möchte ich gerne haben. Und wir nehmen mal Sprengpfeile. Sehr schön. Das bringt irgendwie wenig. Außer man trifft die Gegner direkt, aber das ist irgendwie nicht der Sinn von Sprengpfeilen, wie ich finde. Wir können den nach vorne mal ins Visier nehmen. Das war ein bisschen zu weit. Den schweren Gegner da hinten. Was ist denn mit dir da, hm? Möchtest du mal zu mir kommen? Okay, die Pfeile bringen wirklich nicht so viel. Wunderbar. Zwei auf einen Streich. Hallo. Da hinten sind noch mehr von den schweren Gegnern. Da ist noch einer. Heil dich mal bitte. Ich will schon wieder sterben jetzt hier. Ich will nicht noch einmal sterben hier durch diesen Schwachsinn.
Ich hätte ganz gern genau die Granaten. Und zwar einmal da vorne hin. Gut, das hat geklappt. Ach so, heil dich! Alter Schwede. Irgendwas läuft gewaltig schief hier mit diesem Spiel. Na gut, den haben wir wenigstens erwischt. Ich muss mehr auf mein Leben achten, glaube ich. Muss bitte mal den Kopf treffen. Danke, aber es bringt nichts. Wirf eine Granate! Oh, ich hätte mich noch gar nicht heilen müssen. Egal. Ja, lad jetzt nach. Wir werden immer weiter weggetrieben vom Lager. Und wenn ihr mal unten auf die Karte guckt, dann seht ihr auch, wie viele gerade auf uns zukommen. Oh, das war gut. Sowohl den Typen erledigt, als auch seinen... Ne? Als auch den schweren gerade. Wo ist er hin? Oh, nicht noch einer. Immer mehr Schwere. Heil dich. Okay, gut. Keine Ahnung, ob wir das Lager jetzt überhaupt noch clearen können. Oder ob da jetzt noch mehr Gegner kommen. Auf jeden Fall ist... oh, wir haben kaum noch Munition. So, generell. Keine Ahnung, wie wir jetzt den Gegner hier noch ausschalten sollen, wenn wir keine Munition mehr haben. Ja, vielleicht hier mit, ne? Ist auch egal, jetzt ob wir sterben. Ist einfach egal, wir haben ja eh keine Munition mehr. Okay, der ist... Nein, wirklich, wir haben es geschafft! Und ich habe gerade aufgegeben. Tja, ist ja unfassbar. Na gut, dann haben wir hier das Lager eben... schön geplündert. Hervorragend. Kriegen noch ein bisschen Geld von denen. Ein bisschen Munition vielleicht auch, das wäre nett. Dann brauche ich nicht immer so viel nachzukaufen. Jemandes Schlüssel. Ja, klasse. Dann kannst du jetzt vielleicht in ein Haus rein. In irgendein Haus. In jemandes Haus. Pokerspielregion freigeschaltet, okay. Neue Schießherausforderung. Oh ja, hervorragend. Nein, 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 nein. Nein, ich möchte den behalten. Bitte. Ich bin bewaffnet. Das schaffe ich schon. Ist ja unfassbar hier. Überhaupt mal die Gegner zu plündern, wenn hier Waffen nebenliegen, ist eine Herausforderung. So, dann verbrauchen wir mal kurz ein paar Kräuter, indem wir uns neue Spritzen herstellen. Wir haben nämlich gerade sehr, sehr viel verbraucht. Okay, wir haben keine grünen Blätter mehr. Dann holen wir uns gleich neue. Und werden uns danach mal zu unserer Hauptmission begeben. Weiter. Wo wir eigentlich sowieso hin sollten. Okay, gut. Hier oben gab es noch ein paar Kräuter. Fallwurz, das würde ich gern haben. Haha, Fallwurz, versteht ihr, weil wir einen Bogen... Oh ja. Oh, wir haben gut Munition wieder dazu bekommen. Es lohnt sich also, die Gegner mal auszurauben. So, bevor du mich jetzt schon wieder hier anfällst. Diese blöden Tiger haben mir schon genügend Lebensenergie abgezogen. Da brauche ich jetzt nicht noch mehr von den Teilen abzukriegen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der manchmal echt ziemlich schnell Schaden kriegt, ne? Ich wollte hier gar nicht hoch. Ich wollte eigentlich hier nur zu den Kisten. Mein Bruder? Kann ich hier irgendwie nur zu den... Nein! Kann ich hier, wenn ich hier vielleicht... Nein? Nein? Ich will nach Hause. Wie, dann hält er sich wieder fest? Das gibt's doch nicht! Ich will diese blöde Kiste haben! Moment, da stand's gerade. Hehe, ich hab's gleich. Da, Moment. Jetzt! Ha, unfassbar. Scheint wohl eine Kiste zu sein, wo man einen Skill braucht, um die zu öffnen. Die Orchideen blühen schon. Da vorne ist doch eine. Die holen wir uns noch, dann gehen wir kurz neue Munition kaufen, weil, ne, wir haben keine mehr. Hä? Hier ist keine Kiste. Im Wasser? Oh ja.
Eine Seekiste. Bei Terraria hätte man hier jetzt mehr Chancen, dass da Flipper drin wären. So, Flossen zum Schwimmen. Gut, dann werden wir uns mal kurz da vorne hinbegeben zum Haupthaus hier aus diesem kleinen Dings. Und stocken unsere Vorräte auf, verkaufen wieder das Zeug, was wir gerade von den Wachen bekommen haben. Gibt's hier noch eine Karte vielleicht? Ne, aber noch eine Kiste. Kann man die noch kurz plündern? Wunderbar. Medipack. Kann man ja auch mal mitnehmen. Ach du meine Güte. Wir haben fast 600 verbraucht. Nur zum Auffüllen. Eieiei. Ach nö. Wir brauchen echt mal mehr Geld irgendwie. Also mehr... Ja gut. Ich hätte ja letztes Mal gesagt, die Sidequests... Oh nee, die Sidequests braucht man nicht unbedingt. Aber so wie es scheint, kann man die doch ganz gut gebrauchen, um sich einfach ein bisschen Geld zusammenzufarmen. Ich bremse gerade durchgehend, weil ich gerade hoffe, dass ich dadurch noch was retten kann. So ein Ding hat keine Überrollbügel, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ihr dürft mich auch gerne korrigieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass mir gerade ziemlich matsch wäre, wenn wir in Wirklichkeit sowas hingelegt hätten. Aber es war eine coole Aktion. Oh, es steht. Und ich wette, wenn wir es nochmal... Geronimo! Gut, es hat funktioniert. Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass wir sterben. Da hinten war übrigens auch ein Boot, aber irgendwie hatte ich jetzt keine Lust, ein Boot zu nehmen. Ich denke, wir können kurz den Weg noch schwimmen. Lalala. Sind hier nur 250 Meter schwimmen. War eben noch 300. Das geht hier schnell. Ich weiß gar nicht, ob die Geschwindigkeit realistisch ist, die er hier an den Tag legt. Kann ich jetzt gerade nicht vergleichen mit der Wirklichkeit. Weil ich jetzt auch keine Lust habe zu rechnen, wie viele Sekunden er jetzt braucht für 100 Meter. Speichern. Oh gut. Ich hoffe, da sind jetzt keine Typen auf dem Schiff. Ansonsten haben wir nämlich ein kleines Problem. Ich sehe gerade schon welche. Weil ich nämlich im Moment kein Boot habe. Das heißt, wir können auch nicht schießen. Wir müssen uns also direkt hier die Leiter krallen und raufgehen. Und ich denke mal, wir sollten möglichst unsere Waffe hier benutzen, die einen Schalldämpfer hat. Ich bin total nervös. Ich brauche unbedingt einen Schuss. Ich denke, wir sollten uns geduckt halten. Sehr schön. Das funktioniert. Laden wir kurz nach. Mehr Gegner? Da oben. So, den auch noch auf dem Weg. Und, oh, ein Scharfschütze. Das heißt, den werden wir mal so schnell wie möglich wegkicken. Ansonsten könnte er uns noch gefährlich werden. Den habe ich gerade auf der Karte gesehen. Naja, nicht besonders realistisch, aber hilfreich vom Spiel, dass es uns das so anzeigt. Gut. Ja, das waren ein paar Gegner. War ja relativ einfach dann doch, hier die alle einfach kurz wegzuräumen. Holen wir uns mal den Plan davon, wo denn hier die Pläne sind, die wir holen sollten. Ich glaube, wir sollten nicht den Dolch direkt holen, sondern die Pläne, nur wo das versteckt ist, das Ding, oder? Ist ja unfassbar, was ich heute für ein Skill an den Tag lege. Das Lager geklärt und andauernd Kopfschüsse. Wahnsinn. Ist ja schon fast jetzt hier gekonnt, ne? Hier im Container sollte vielleicht noch eine Kiste sein. Nicht? Kann ich nicht vorbei, leider. Okay. Ich denke, von hier aus werden wir den... Ah, da ist auch dann wahrscheinlich die Kiste. Ach, das war ein... Oh, das ist ein Gepanzerter. Okay. Natürlich ist das ein Gepanzerter. Ansonsten wäre es ja auch langweilig, ne? Sehr schön. Sind die eigentlich nur von vorne gepanzert oder auch von hinten? Ach, die haben überall, okay. Die Beine scheinen nicht gepanzert zu sein. Das heißt, das nächste Mal versuche ich mal, die Beine abzuschießen. Ah, okay, von der anderen Seite. Von hier aus wird es nicht möglich sein. Kommen wir denn von der anderen Seite hier in dieses Ding rein? Klettern? Ach so. Einmal über das Teil drüber. Alles klar. Gucken wir
gucken, was in der Kiste drin ist. Vielleicht ist da ja was wirklich Wertvolles auch mal drin. Blauer Pokerchip. Anscheinend nicht. Kommen wir hier wieder weg? Ah, wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo das Ziel... okay, der war schon tot. Wo uns das Ziel hinzeigt. Jetzt könnten wir den Flammenwerfer gebrauchen. Eine erste Möglichkeit, wo wir mal den Flammenwerfer sinnvoll hätten einsetzen können. Vor allem jetzt auch gegen den Fetten. Gut, na los, ich muss die Daten finden. Okay. Rechner. Scheiße! Okay, der ist tot. Aber ich habe aus Versehen alle alarmiert, glaube ich. Kann ich bitte mal... Ja, danke. Gut. Das war der erste. Hier noch irgendwo? Hallo. Ich bin da. Wer noch? Hier scheint niemand zu sein. Vielleicht... Sehr gut. Die Treppe hoch. Von links höre ich jemanden, aber ich denke mal, der wird unten sein, weil oben war ja eben keiner mehr. Ist da eine Tür, oder? Ich würde ganz gerne wissen, ob das eine Tür sein soll, oder was anderes. Eieiei. Keine Ahnung, aber wir sind fast tot. Oh, irgendwie erinnert mich das gerade von der Schwierigkeit oder von der Atmosphäre her. Eher Atmosphäre. Eieiei, da war einer. So ein bisschen an Far Cry 1. Was mir ziemlich gut gefällt, um ehrlich zu sein. Kann ich nicht. Okay, gut. Lass mich nicht sterben. Du bist schon tot. Ha. Lustiger Kerl. Auf jeden Fall hat er noch Ironie. Kann man den Alarm irgendwie ausschalten? Schätzungsweise nicht, oder? Vielleicht, wenn man den... Ah ja, wenn man den schrottet. Okay, gut. Gut, das war er. Die Waffe hier ist relativ angenehm hier drin. Wo wir einfach nur draufhalten müssen eigentlich, um die Gegner zu erledigen. Da hockt einer hinter ihm. Okay, gut, das war er. Da war noch so ein Draufgänger, den haben wir auch gut erledigt. Die Schatten hier sind ziemlich cool gemacht, dadurch kann man auch wenig sehen. Eine gute Atmosphäre. Gefällt mir gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Okay, da ist ein Fetter. Den wollte ich auch auf die Beine schießen dieses Mal. Ja. Ne? Sehr gut. Die Beine scheinen sein Schwachpunkt zu sein. Plündern wir ihn mal. Wir haben auch immer die fetten Gewehre noch mit dabei. Das ist ein bisschen gemein. Mal das Gewehr hier, um ein bisschen präziser arbeiten zu können. Aber das war der Letzte, der das hier bewacht hat. Wunderbar. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Ja, bestimmt. Sieht so ein bisschen nach Linux aus. Das muss wichtig sein. Vielleicht führt er mich zu dem Dolch. Aber irgendwie scheint er mit Computern auch total gut zu sein. Keine Ahnung, was damit los ist mit ihm. Hacking Alert. Hm. Ist das ein Witz? Oi. Wie gemein, da war eine Bombe. Und irgendwie werden wir gerade ins Meer reingezogen. Oh, Hilfe! Hilfe! Okay, ab ins Wasser. Können wir nach oben schwimmen vielleicht? Ah, wir haben noch genug Tetaus. Damit sind wir doch voll Imber. Und so, wahrscheinlich können wir damit auch länger atmen unter Wasser, weil... ne? Weil wir damit halt total cool sind. Ah ja. Sauerstoffflasche, denke ich mal. Sehr schön. Haben uns noch ein bisschen Luft geholt. Ja. Wir müssen hier irgendwie raus. Achso, hätten wir gar nicht machen müssen. Waren wir auch nicht direkt raus. Aber finde ich ganz cool. Von der Idee her hier. Oh, warum macht er denn die Tür zu? Das wird nicht lange halten. Wahrscheinlich, damit das Wasser nicht wirklich hier noch weiter durchkommt. Eieiei. Falsche Seite. Einmal hier durch, bitte. Wurden die Türen hinter uns wieder zugemacht? Oder wie kann ich das verstehen? Okay, einmal... ist doch links oben Luft, oder? Nein. Okay, gut. Also nicht gut, aber... gut zu wissen.
Eieieiei. Wer ist das denn? Irgendein Typ mit einer Brille. Ich mag ihn nicht. Mit Quicktime-Events. Was mir auch gerade nicht so gefallen mag. Schnell da durch! Beeil dich! Nimm den Sauerstoff! Warum leben hier überhaupt noch welche? Ich hab doch eben ja alles durchsucht. Wahrscheinlich nicht alles. Hier durch. Da vorne. Checkpoint. Okay, gut. Das war aber nicht... Nee, da war keine Sauerstoffflasche. Nochmal ein bisschen auffüllen. Coole Szene. Obwohl ich nicht glaube, dass man unter Wasser wirklich so unfassbar viel sehen könnte. Boah, der hat Kraft. Also unter Wasser so etwas zu schaffen. Meine Güte. Ui, da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Das schöne Schiff. Das hätten wir zum Fliehen benutzen können. Aber nein, jetzt müssen wir schon wieder dieses andere Schiff da neu herrichten. Was ja sowieso schon ein totales Wrack war. Aus der Höhle das. Ich merke gerade, dass ich die Folge einfach mal gnadenlos überziehe. Huch, wer bist du denn? Oh. Jace. Raus aus den Federn. Na komm. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh, Jason. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber, Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher alleine. Keith braucht mich. Okay? Adios. Ciao. Assi, warum sehen wir das Ding so komisch? Wahrscheinlich, weil wir die spirituelle Macht haben. Erfolg, ein Stück Vergangenheit. Ja, cool. Das heißt, als nächstes müssen wir mit Herc sprechen, haben wir gerade gemacht. Wir holen uns auch kurz da oben die grünen Kräuter, bevor wir aufhören. Ansonsten vergesse ich das nämlich wieder. Also hier, ne, was auch immer das ist, grünes Blatt halt. Irgendwas geerntet. Hier ist ein Lager. Direkt neben uns. Aber egal, ich werde jetzt gleich abspeichern. Stimmt, hier ist ein Lager. Wo befinden wir uns? Ach, hier unten, okay. Okay, alles klar. Bug. Da müssen wir hin. Gut, ja, dann beende ich aber an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, die müssen wir auch mal vielleicht machen, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir weiter Far Cry 3 oder ein anderes Projekt spielen. Bis dahin, euer Powerpilz. Ciao.